Und damit einen wunderschönen guten Hallo an alle da draußen. Es ist eine neue Folge Anstoß Online Ligenübersicht am Start oder gedacht. Und zwar wollte ich diesmal reingucken in Zypern. Ich habe mir diesmal auch ein paar Insider-Informationen geben lassen. Hatte allerdings auch so ein bisschen Probleme, das manchmal ein bisschen zu sortieren. Falls ich was vergessen habe, bitte seid mir nicht sauer, liebe Zyprioten. Ich versuche, einen vernünftigen Überblick zu machen. Werde das auf der einen Seite so machen, wie wir das bisher immer hatten, also die reine Stärkeübersicht und die Tabelle uns anschauen und dann eben noch gucken, welche von den Infos ich noch mit einbringen kann, die ihr mir zukommen habt lassen. Vielen Dank dafür schon mal. Auch vielen Dank an Kasblatt, ja, Chefredakteur Hendrik, der hat mir auch ganz viele Infos zukommen lassen, die ich versuche zu sortieren und dann eben einzubringen. Also in dem Sinne, viel Spaß dabei. Zum Land Zypern bei Anstoß Online ist Folgendes zu sagen, es gibt nur zwei Ligen und die zweite Liga ist relativ leer. Da sind insgesamt 10 Teams und von den 10 Teams sind auch nur 3 von Managern, von echten Managern gemanagt. Also da könnt ihr durchaus einsteigen und das werden wir uns jetzt auch angucken. Nach der Durchschnittsstärke 15 ist schon sortiert. Das ist meiner Meinung nach immer der sinnvollste Wert irgendwie, weil 11, ja, da muss nur einer oder zwei ausfallen, dann sieht man da schon eine ganz andere Stärke am Start. Linke Seite, wie bekannt, seht ihr die aktuelle Tabelle. Es sind 13 Spieltage gespielt und wir gucken mal rein. Wir werden jetzt eigentlich nur die ersten 3 Plätze uns anschauen, sowie die Mannschaften, die von realen Managern gemanagt werden. Und das sind auf der rechten Seite, wir gucken mal unten hier, die schwächste Mannschaft im ganzen Ligenverbund ist Aneginisi Germ. Ich weiß gar nicht, was Germ ehrlich gesagt bedeutet. Das ist so offensichtlich eine Abkürzung. Die wird von Sascha trainiert. Dann haben wir hier Apollon Limassol. Die wird von Norman trainiert. Und dann noch AEK Larnaca. Das ist Thorstens Team. Und wir gucken mal rein, wo denn die so im Moment stehen. Also der ist aber auch ein langer Name oder ein schwieriger Name hier wieder für den Gary. Meine Güte. Aneginisi ist letzter in der Tabelle. Da gehören sie hin. Stärketechnisch, also da keine große Überraschung. Und man sieht auch hier, ne, da ist schon große Diskrepanz hier zum nächsten Platz. Ne. 4,99 ist die Durchschnitts-15 von Sascha. Und dann kommt hier Helkanoras Idaliu mit 5,66. Also das sind fast 0,7 Punkte im Durchschnitt stärker. Ja, das ist schon knapp. Das wird übel, da ranzukommen. Ich bin gespannt, was Sascha da für eine Taktik fährt. Also es ist zwar das jüngste Team, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie ein 18-jähriges Team gefühlt. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kann der Sascha mir ja da mal Feedback geben, was er so plant. Das interessiert mich ja immer mal, was der ein oder andere mit seinem Team so vorhat. Da kann ich mir vielleicht was abgucken. Ich bin ja selber relativer Laie. So, Apollon Limassol ist das nächste Team eines Managers. Das ist von Norman trainiert. Die sind hier Drittletzter und auch hier, das passt tabellarisch ganz genau wie die Faust aufs Auge. Auch die sind hier Drittletzter in der Tabelle. 8. Platz, auch da. Ich könnte mir halt vorstellen, dass beide Teams einfach versuchen werden, jetzt ihren Kader zu entwickeln in dieser Saison. Relativ wenig Einsatz zeigen, also auf dem Platz Einsatz zeigen, damit die Frische und die Kondition nicht runtergeht. Und dann nächste Saison vielleicht die ein oder andere Laie noch dabei hatten oder so und einfach Geld machen bzw. ihre Kader-AAW gut managen. So, das dritte Team, was gemanagt wird von einem normalen oder realen Manager ist AEK Larnaca und das ist der Thorsten. Der ist Dritter, das heißt, er wird sehr wahrscheinlich einfach auch den Aufstieg in die erste Liga als Klassenziel oder als Saisonziel angegeben haben. Da ist er ja nicht weit von entfernt, aber immer noch gerade, stand jetzt hier nach 13 Spieltagen zumindest entfernt. Ein Punkt fehlt. AEK Larnaca, man sieht sie, sind auf dem 4. Tabellenplatz, 3 steigen auf und ja, da muss auf jeden Fall dann noch mindestens Salamina überholt werden. Auf den ersten 3 Plätzen also alles KI-Mannschaften. Alko Larnaca, Docfenis Morfu und Na Salamina. Da schauen wir mal. Alko Larnaca und gar nicht. Alko Larnaca ist auch die beste Mannschaft. Okay, da könnte man gut einsteigen. Hat hier einen relativ sicheren Aufstieg. Man sieht ja auch noch keine einzige Niederlage. Ne? Das wäre vielleicht ein ganz interessantes Team. Dogenis, wo sind die denn? Dogenis sind eigentlich gar nicht so stark. Das macht die KI auf jeden Fall Bombe hier. Wie auch immer, keine Ahnung. Aber passiert schon mal, dass die KI richtig gut Punkte holt. Die wären hier eigentlich nur so 5., 6., 7. rum.
und springen da auf Platz 2 rum. Ja gut, und nach Salamina, auch die sind gar nicht so super dabei. Fünfter, jetzt sind sie Zweiter, nein, Dritter, Entschuldigung. Ja, passt ungefähr, ne? Aber was ist denn hier mit dem zweitbesten Team? Onosilas Sotiras, wo stehen die denn auf Platz 5? Das ist natürlich ziemlich mau. Auf der anderen Seite, wenn man sich hinten die Punkte mal anschaut, ne? 21, 21, 22, 22, das ist noch sehr eng. Also die Plätze hier, Platz 2 und 3, da kann der Thorsten auf jeden Fall sich noch mit der KI knüppeln. Ja, wunderbar, alles klar. Dann haben wir die zweite Mannschaft, nee, nicht die zweite Mannschaft, die zweite Reihe von Zypern, die zweite Liga, haben wir schon hinter uns gebracht. Gehen wir mal in die erste Liga. Da gab es einiges an Infos, die ich reinbekommen habe. Ich habe als erstes aber mal geguckt, wer ist noch im Pokal und im internationalen Geschäft unterwegs. Da hatte ich im AOFA Cup, ist Zypern gestartet mit 4 Startern. Und das war Apoel Nicosia, dann Sportivo Nicosia, Anur Tosis und AE Pefos. Ja, mittlerweile ist da wohl nur noch Apoel unterwegs. Ich hoffe, es ist ja, oder war es Sportivo? Oh, Moment, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt und wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, dann ist es nur noch Apoel Nicosia, die in der dritten Runde des AO Cups noch am Start sind, beziehungsweise AOFA heißt es ja. Wunderbar, also da sind also 3 Leute rausgeknallt in den ersten beiden Runden. Es ist jetzt die dritte Runde im AOFA Cup und da ist nur noch ein Vertreter am Start. Okay, in der Champions League haben wir ein Team und das ist AEL Limassol, beziehungsweise Lumassol im Anschluss Online Slang. Die sind noch am Start in der Champions League, in der Gruppenphase, sind da aber Letzter. Aber, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, die Tabelle dort sieht folgendermaßen aus. Ich habe es mir merken können, weil es war relativ einfache Zahlenkombination. Der erste Platz dort hat 10 Punkte und alle anderen 3 Vereine haben 4 Punkte. Da ist also alles noch offen für Lumassol. Müssen wir mal gucken, was da noch bei rumkommt. Okay, wir schauen uns als erstes mal hier unten ein bisschen um. Ich habe mir sagen lassen, die halbe Liga ist im Abstiegskampf und das sieht man auch hier. Ne? Es ist eine kleine Liga von 14 Mannschaften oben. Das ist ungefähr hier bis Platz 6 ein enger Kampf um die internationalen Plätze und dann bricht es ein, dann sind hier 9 Punkte Unterschied. Ja, und von Platz 7 bis Platz 14, das sind nur 8 Punkte, beziehungsweise wenn man dann noch hier die ersten Abstiegsplätze nimmt, dann sind es nur 6 Punkte. Also da kann noch einiges passieren, das kann sich noch komplett ändern hier. Da ist Spannung angesagt. Der letzte Platz, der sieht ein bisschen sehr übel aus. Da müssen wir mal gucken, aber die Plätze hier, die sind noch nicht vergeben. Also 12 und 13, da kann noch jemand anders absteigen auf jeden Fall. Was auffällt in der ersten Liga ist, dass auf jeden Fall relativ viele Leute dort noch ohne Manager unterwegs sind. Was ist denn hier? Hä? Warum habe ich denn jetzt schon wieder hier Lernacker drin? Was ist denn das hier für eine... Ach so, Moment. Der Gary wieder. Professionelle Aufnahmen vom Gary. Ja, guck mal da, dann ist die Liste auch nicht so lang. Ich habe mich eben schon gewundert, warum ist die Liste denn so lang? Jetzt haben wir es doch hier. Jetzt sind wir doch da, wo wir hinwollen. Alles klar, wir gucken uns mal an. Nicht alle Mannschaften, weil einige nicht von Managern, sondern von der KI trainiert werden. Unter anderem gucken wir gerade mal ganz kurz nur rein. Also Paralimi, die da am letzten Platz sind, die haben keinen Manager. Ruzinis, die wiederum haben einen Manager. Und deshalb gucken wir da mal hin. Ihr seht es auf der rechten Seite. Ich habe es markiert. Von Robert wird es trainiert, dieses Team. Und die sind stärketechnisch hier ja knapp über dem Abstiegsbereich. Und wenn wir dann nach rechts rübergehen in die Tabelle, sind sie noch knapp im Abstiegsbereich drin. Also Robert wird sehr wahrscheinlich Klassenerhalt ausgerufen haben und es ist noch nicht komplett weg, dieses Ziel, noch nicht komplett aus den Augen verloren, aber da muss jetzt was kommen. Ne? 4 Punkte ist schon mal eine gewisse Ansage bei 14 Teams. Wie viele Spieltage haben wir denn da? Spielen wir da 3 Runden? Hätte ich vielleicht auch mal kurz in Erwägung bringen können, in Informationen. Wie sagt man? Ihr wisst schon, das wurde eben wieder die... Zahlen fehlen hier. 39 steht da hier oben. Guck mal, Gary. 39 Spieltage. Also da wird man also 2 Runden gegeneinander spielen. Gegen jeden 4-mal quasi. Das, ne, 3-mal. 3-mal, Entschuldigung. Das macht gar keinen Sinn. Man spielt ja gegen 13 Teams. Und 3-mal 13 sind 39. Das heißt, man hat eventuell das Glück und hat 2 Heimspiele und ein Auswärtsspiel nur. Ne? Das dürfte sich ein bisschen
verlagern. Und je nachdem, gegen wen man diese zwei Heimspiele und das eine Auswärtsspiel hat, könnte das natürlich ein Vorteil sein. Das ist ein bisschen schwierig in so kleinen Ligen, finde ich. Ich habe mich da auch mal mit dem Dennis drüber unterhalten und jetzt kommt es mir nämlich gerade in Erinnerung. Also 14er Ligen, die haben 3 Runden. So, und da sind natürlich jetzt noch 25 Spieltage to go. Das kann der Robert noch schaffen, aber er muss sich dann hier ranhalten. Und vor allen Dingen gegen die KI-Vereine muss er sich ranhalten. Das wäre nämlich der nächste KI-Verein, wäre hier Platz Nummer 12. Das ist Enosi Kokinotru. Das heißt, die will man hinter sich lassen. Und wer ist dann das nächste Team? Auch Omonia Nicosia ist nicht von einem Manager übernommen. Aber die sind stärketechnisch noch ein bisschen weit weg von unserem guten Robert. Das heißt, ja, da muss man jetzt gucken. Eher wird man hier noch Entui, die haben auch keinen Manager überholen. Also da sind noch einige Mannschaften, die man KI-mäßig überholen kann mit am Start. Lieber Robert, bitte nicht verzagen und einfach die dann wegklatschen. Ne? Das wäre gut, so dass die Manager in der ersten Liga bleiben und die KI abschmiert. Auch der 9. Platz hier, Anegenisi Derin, ist auf der rechten Seite A, ein recht schwaches Team, und B, von der KI trainiert. Also auch das Team müsstest du noch fischen. Und dann sieht das schon gar nicht so verkehrt aus. Ne? Jetzt haben wir, glaube ich, alle durch, die nicht von Managern gespielt werden. Und wir sind dann schon im oberen, ja, noch nicht ganz im oberen Bereich. Ne? Hier ist noch Duxa Katopopias. Und Duxa Katopopias wird von Stefan trainiert. Und ihr seht, wenn ihr nach rechts geht, wo es grau unterlegt ist, es ist ein Mittelfeldplatz. Und da sind sie auch im Moment auf Platz Nummer 8. Das passt für den Stefan wahrscheinlich ganz gut. Er muss noch so ein, zwei Punkte holen, damit er auf jeden Fall mit dem Abstiegskampf dann nichts zu tun hat. Das wäre für ihn wahrscheinlich wichtig. Aber stärketechnisch müsste das ausreichen, um diese ganzen KI-Vereine hinter sich zu lassen. Platz Nummer 7 ist Ethnokos Asias. Und Ethnokos Asias, wir schauen kurz rein, wird von Simon trainiert. Und ja, die sind ähnlich wie Stefan unterwegs. Sieht man ja auch punktetechnisch auf der linken Seite in der Tabelle. Beide mit 15 Punkten und hier stärketechnisch, guck mal, fast identisch. Ne? Also das ist schon genau passend. Die insgesamte Durchschnittsstärke geht ein bisschen auseinander. Oh, ich bin verrutscht. Hier sind wir. Entschuldigung. Aber auch das passt ganz gut. Da sind sie sogar noch ein bisschen näher zusammen, was die Durchschnittsstärke insgesamt angeht. Okay, Stefan und Simon, ich denke, das dürfte für euch kein Problem sein, diese Klassenerhaltsgeschichte zu schaffen. Der Einzige, der mir ein bisschen Sorgen macht, ist der Robert, aber dem werden wir einfach zurufen, dass er gegen die KI-Vereine gewinnt und dann rücken hoffentlich aus der zweiten Liga auch noch Manager nach. Ne, einer ist ja zumindest im Gespräch beim Aufstiegsduell. Das wäre schon ganz gut, damit die erste Liga voll wird mit Managern und keine KI da am Start hat. Wer Bock hat, Zypern, da gibt es einige interessante Vereine noch offen hier. Nicosia zum Beispiel, hier ein ganz guter Mittelfeld-Erstligaverein, ne? Omonia, die springen hier zwar nur auf Platz 11 rum, aber ich sag mal hier Platz 7 oder so wäre damit durchaus machbar. Wenn man ganz gut trainieren kann, das kann ich nicht, und Taktik drauf hat, habe ich auch nicht, dann kriegt man vielleicht sogar irgendwie durch Überraschung noch den 5. Platz oder so rein. Ich weiß ja nicht, aber das wäre ein Team, das könnte man schon versuchen anzugehen. Es ist noch relativ jung im Vergleich zu einigen anderen. Stadion ist groß mit 28.000, das wird in Zypern wahrscheinlich sehr gut ausreichen. Und die Durchschnitts 11 und Durchschnitt 15 ist okay, ne? Wunderbar. So, jetzt kommen wir eigentlich schon oben in die, ja, Kampfarena um die internationalen Plätze, will ich es mal so nennen. Ne? Da haben wir auf Platz Nummer 6 Aros Limassol und wir schauen, wo ist Aros Limassol in der Liga-Tabelle bzw. Stärketabelle. Und die sind genau da. 1, 2, 3, 4, 5 auf dem 6. Platz. Das passt also stärketechnisch auch sehr gut. Insgesamt gibt es kaum große Sprünge, negative wie positive hier in der Liga, muss ich sagen. Es ist relativ so, wie die Stärketabelle es aussagt. Das ist manchmal interessant, weil es durchaus ja auch schon Ligen gab, wo das komplett nicht so der Fall war bei 3-4 Vereinen. Ne? So, wir gucken mal rein. Lars trainiert Aros Limassol und Aros Limassol, wir gucken mal kurz in meine schöne Tabelle. Sind die sind noch im Pokal vorhanden. Das heißt, die haben noch eine zweite Hochzeit zu feiern.
und Aros Limassol und Famagusta, habe ich mir sagen lassen, das ist der nächste Verein, den wir dann angehen werden. Die kämpfen so ein bisschen um den Anschluss. Das sind eventuell die Zukunftsvereine, die hier oben auf Platz 1, 2, 3 vielleicht in den nächsten Jahren stehen könnten. Das ist so die zweite Reihe, wenn man so sagen möchte. Oder wenn man Zypern in drei Kategorien einteilen möchte. Wir hatten Limassol, Nikosia, Pefos ist so erste Klasse. Zweite Klasse ist momentan noch Famagusta und Limassol. Die sollen auf dem Sprung in die erste Klasse sein. Und dritte Klasse ist der Rest, den wir gerade schon mal hatten. So, das passt auf jeden Fall für Lars. Der wird sich mit Famagusta hier um Platz Nummer 5 streiten wollen. Vielleicht auch irgendwie auf Platz Nummer 4 schielen. Internationales Parkett wird auf jeden Fall angeplant. Das hat dieses Jahr noch nicht geklappt, aber vielleicht eben im nächsten Jahr. Zum nächsten Verein, trainiert von Miguel, dem Grillmeister, höchstpersönlich. Das ist Anotosis Famagusta und die sind hier stärketechnisch auf Platz Nummer 5. In der Tabelle punktmäßig auch auf Platz Nummer 5. Das passt also ganz genau. Und wir gucken mal rein. Die Guten sind gestartet. Sind sie irgendwo gestartet? Nein, sie sind nirgendwo gestartet gewesen letztes Jahr im Pokal, beziehungsweise im internationalen Pokal. Im normalen Pokal, im nationalen, sind sie auch nicht mehr dabei. Famagusta ist also komplett konzentriert auf die Liga, wenn ich es nicht komplett übersehen habe jetzt gerade. Kriegen sie also sehr wahrscheinlich hin, dass sie Limassol, Aros Limassol von unserem Lars auf Distanz halten können. Mal gucken, bin gespannt. Platz Nummer 4 ist AE Pefos und wir schauen in der Stärketabelle. Das ist die Mannschaft, die von Kai trainiert wurde, die vor 2 Jahren, habe ich mir sagen lassen, überraschenderweise Meister wurde, obwohl die Teams vor Pefos durchaus die Favoriten waren. Also das habe ich mir sagen lassen, 2018-19 als Underdog die Meisterschaft gut und dann auch noch fast ungeschlagen. Erst gegen Ende der Saison ein paar Tore reinbekommen und dann Niederlagen kassiert. Das war wohl hier die Überraschung der letzten Jahre gewesen. AE Pefos, okay, wunderbar, super. Gucken wir mal rein, Kai. Ja, das wird auch so sein, dass du versuchen wirst, da in den internationalen Bereich reinzukommen. Du bist letztes Jahr auch im Aurifa Cup gestartet, bist da leider schon raus. Aber das ist dann so als kleines Land mit kleiner Mannschaft. Im Nationalpokal ist er noch dabei. Alles klar, wunderbar. Springen wir auf Platz Nummer 3. Das ist Sportivo Nikosia mit 31 Punkten. Schon einen leichten Puffer vor Platz Nummer 4. Und aber auch einen leichten Puffer nach oben auf Platz Nummer 2. Eventuell ist also Platz Nummer 3 hier schon gefestigt. Allerdings, wie gesagt, es sind noch 25 Spieltage zu gehen, ne? Sportivo Nikosia wird von Marc trainiert und stärketechnisch sind sie auf Platz Nummer 2. Das ist also ein bisschen unter der Stärkeerwartung. So ist das aber eben auch schon mal. Man muss dann nur 1-2 Spiele verlieren, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Genauso kann das eben passieren, wenn man 1-2 Spiele gewinnt. Und Sportivo Nikosia war jahrelang wohl die Übermannschaft hier in Zypern und hat quasi national unangefochten die Meisterschaften einkassiert und international eben auch sehr gut dabei. 2018 war es das Champions League Halbfinale, wo sie dann ausgeschieden sind. Und 2018 war aber gleichzeitig auch die letzte Meisterschaft und seitdem sei die Mannschaft ziemlich eingebrochen. Ich weiß nicht genau, ich konnte die Info nicht so ganz verarbeiten, was damit gemeint war, weil ich sag mal so, stärketechnisch sind sie ja immer noch hier auf Platz Nummer 2. Natürlich hinter Limassol deutlich hinterher gerade, vielleicht ist das damit gemeint, aber es ist jetzt nicht so, dass sie auf einmal ein Abstiegskandidat seien. Aber der gute Marc und Sportivo Nikosia werden da wahrscheinlich versuchen wollen, all die alten Zeiten dran zu knüpfen und momentan auf Platz Nummer 3 mit 9 Punkten Rückstand auf Platz Nummer 1 auf die Meisterschaft, das ist, glaube ich, schon abgefahren, das Ding. Das wird wahrscheinlich nichts mehr diese Saison. Und auch Sportivo ist im AO Cup gestartet, sind da allerdings raus. So ist das. Und so läuft das. Was habe ich denn hier? Anotosis Famagusta, um Gottes Willen, AOFA Cup. Ich habe Famagusta den AOFA Cup unterschlagen. Uiuiui, das nächste Mal gibt es keine Wurst für den Gary. Eieiei, das ist mir passiert, weil ich habe mir nur Anotosis rausgeschrieben, weil es im AOFA Cup sogar nur so angemeldet ist, in Anführungszeichen, in der Spieltagsübersicht. Und dann habe ich gerade gedacht, wo ist denn hier Anotosis? Ich kenne den Verein einfach nur als Famagusta. Entschuldigung, lieber Miguel, du bist natürlich im AOFA Cup dabei gewesen, aber jetzt eben nicht mehr. So.
Gucken wir mal auf Platz Nummer 2 in der Tabelle mit 35 Punkten und einer sehr soliden Sieg-Unentschieden-Niederlagen-Ratio ist Apoel Nicosia am Start. Und Apoel Nicosia, das ist so die positivste Überraschung, sag ich mal. Die sind eigentlich stärketechnisch auf Platz Nummer 4 am Start mit Alexander als Trainer. Und er hat es geschafft, im Moment auf Platz 2 dazustehen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich gucke mir die Spieltage ja nicht alle an. Das wäre viel zu viel Arbeit. Aber wenn Apoel Nicosia zum Beispiel noch nicht gegen Limassol, gegen Nicosia, gegen PFOS und Famagusta und Limassol gespielt haben sollte, sondern ich sage jetzt mal, quasi nur gegen die anderen. Nee, Moment. Gary hat gerade einen Denkfehler. Es sind 14 Spielteile, das heißt, man hat schon einmal gegeneinander gespielt. Die erste Runde ist vorbei. Lieber Gary, das nächste Mal noch mal ein bisschen früher überlegen, dann haut das auch hin. Man hat also schon mal gegeneinander gespielt, mindestens einmal. Und dann, sage ich mal so, ist da schon eine Ansage, mit der Stärke auf Platz Nummer 2 stehen zu wollen. Und die wird Alexander bestimmt noch ein paar Mal ansagen, die Ansage. Also da müssen wir gucken, wie Nicosia das hinbekommt. Und Apoel Nicosia ist auch das einzige Team aus Zypern, das im AOFA Cup noch vertreten ist. Natürlich ist das Team auch im Pokal unterwegs, noch in der, was ist das jetzt gewesen? Dritte Runde, glaube ich. Dritte Runde Pokal sind sie noch unterwegs. Also drei Hochzeiten, die der Alexander da mit Apoel zu feiern hat. Wunderbar, sehr gut. Und dann sind wir auch auf dem Platz Nummer 1 angekommen. AEL Limassol bzw. Limassol mit ungeschlagen und nur einem Unentschieden bisher. 40 Punkte, 54 Tordifferenz plus. Das ist natürlich auch eine Ansage. Ne? Wenn du da ein paar Stürmer hast, die da die 54 Tore bzw. 58 Tore geschossen haben, das könnte für die Auf- und Abwertungsrunde natürlich auch noch ein Bonus sein. Ja, ich hoffe für dich zumindest, mein lieber Lian, oder ist es eine Sie? Ist es Lion, also ein irischer Vorname, oder ist es Liane, ein Vornamen? Tut mir leid, kann ich gerade nicht so einordnen. Bitte sei mir nicht böse, ob du eine Er oder eine Sie bist, ich weiß es nicht genau, Lion oder Liane. Von daher werde ich versuchen, möglichst neutral zu berichten über dich. Du hast ein gutes Team am Start hier, die Durchschnitts 11 und die Durchschnitts 15 ist schon deutlich über den anderen und die insgesamte Durchschnittsstärke, die ist schon krass über den anderen. Da muss man mal gucken hier, ne? Wenn man hier bei der DS guckt, also den Gesamtkader, der auf 21 Leute sehr kompakt zusammengehalten ist, hat man hier eine 9,11. Da sucht man hier aber vergebens. Ey. Da ist AE PFOS mit 8,21 noch am nächsten. Und das ist fast ein ganzer Stärkepunkt im Durchschnitt. Ne? Das ist schon eine richtige Anlage. Also ich gehe davon aus, AE Limassol wird hier die nächsten Jahre richtig reinbuttern. Sind natürlich auch das älteste Team mit 28. Da muss man dann gucken, dass man irgendwann noch den Absprung kriegt und auch ein paar junge Leute reinbekommt. Aber das dürfte jetzt zum Beispiel in der Liga durchaus möglich sein, da das ein oder andere Talent immer wieder reinzuschmeißen und wenn es nur für 30 Minuten ist, um Einsätze zu generieren. AEL Limassol ist das einzige Team der Champions League, was die Zyprioten angeht. Und wie gesagt, da am letzten Platz, aber mit zwei anderen Leuten punktgleich, also drei Teams punktgleich in der jeweiligen Gruppe. Da ist noch alles offen für Lion oder Liane und AEL Limassol. Limassol natürlich auch noch im Pokal vorhanden. Also auch da wird es gar kein Problem geben, mal mindestens ins Finale zu kommen. Ein Finale kann man dann immer noch irgendwie verlieren. Das passiert schon mal, ne? Habe ich mir sagen lassen. Selber noch nicht erlebt. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, Herr Gary. Aber ja, das ist wahrscheinlich das Ziel. Meister, Pokalsieger oder zumindest Pokalfinale und vielleicht sogar noch die Champions League überstehen, die Gruppenphase. Das wäre, glaube ich, ein guter Erfolg für Limassol und auch Zypern. Ne? Für die 5-Jahreswertung ist das natürlich alles andere als uninteressant. Weil Limassol jetzt hier so viele Tore geschossen hat, habe ich mir überlegt, ich gucke noch ganz kurz hier in die Torschützenliste rein. Und wenn die hier, ja, guck mal da, Levente Matthys ist hier auf Platz Nummer 1. Ja, ihr könnt es gut sehen. Und auf Platz Nummer 5 haben wir dann noch Christos. Wir gucken mal, ist das auch ein Stürmer? Das ist ein Stürmer, der wird feiern. Der wird hier mit 10 Toren, wenn er noch ein paar macht, es sind jetzt 14 Spiele gespielt und er hat 10 Tore gemacht. Wenn das so weiterläuft, hat er am Ende der Saison 30 Buden. Da kriegt er doch noch ein Plus oder zumindest keine Abwertung. Wie alt ist er? 32. Boah, da kriegt er vielleicht noch ein paar Prozente Plus.
Das ist auf jeden Fall gut, ne, in so einer Mannschaft einen zu haben, der hier ballert und in so einer Liga zu sein, wo man ballern kann. Da wünsche ich auf jeden Fall Lomasol noch ein paar Prozentpunkte. Ich gucke gerade nochmal durch, ob ich alles hier so drin hatte aus den Informationen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eine Nachricht irgendwie verbaselt habe. Tut mir leid. Der Lars hatte mir noch eine geschickt. Die war allerdings sehr auf den damals aktuellen Spieltag bezogen. Und der ist schon vorbei. Ich habe das nicht hingekriegt in der Woche. Von daher, Lars, vielen Dank nochmal für deine Mitteilung. Aber die konnte ich jetzt hier für den Überblick nicht mehr so ganz gebrauchen. Sollte ich noch eine vergessen haben, tut es mir leid. Das passiert beim Gary schon mal, weil der so ein bisschen verballert ist. Wir haben einen neuen Pressebereich oder einen neuen Pressebereich im Forum. Ich würde mich freuen, wenn ihr da die Beiträge, ihr könnt ja nicht kommentieren, das wollte ich nämlich erst sagen. Da ist nur Lesezustand für die Nicht-Redakteure quasi. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da reinguckt, wenn ihr so ein bisschen über den Tellerrand mitlest, was die anderen Länder denn für Magazine haben. Es wird so laufen, dass im Pressebereich geschrieben wird, also das Castblatt beispielsweise oder auch das griechische Pendant dazu. Wir haben noch ein paar Autoren und Magazine und Zeitungen. Die werden auch weiterhin in ihren Ländern posten, aber die haben jetzt quasi einen Anhaltspunkt, einen zentralen Anhaltspunkt, wo sie hingehen können zum Posten ihrer Sachen. Und das Schöne ist, ich zeige es jetzt mal gerade hier noch, wenn ihr euch einloggt, oh, den einen oder anderen hat es irgendwie schon gestört, habe ich gehört, aber ich finde das super. Ihr habt nicht nur hier letzte Vereinsnews aus eurem Land und den Forenticker aus eurem Land, sondern ihr habt jetzt hier auch den Pressebereich bzw. Presseberichte. Da seht ihr dann hier Greek Sports and Gods nachgegrätscht. Das ist aus dem Castblatt das Interviewformat. Dann haben wir Luxemburg News, das Castblatt natürlich und Einführung zu den Presseberichten. Ich glaube, das war, wie der Bereich denn hier gedacht ist. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr da euren View da lasst, reinlest, euch auf den aktuellen oder kommenden AO-Spieltag einstimmt. Und ja, in den Ländern dürft ihr dann gerne, die sind meistens auch direkt verlinkt in den Threads drin, in den Beiträgen, im Pressebericht, gerne auch eine coole Arbeit, coole Bericht, coole was auch immer da lassen. Da freut sich jeder von uns. In dem Sinne ist der Überblick schon durch. Wir haben noch nicht mal 30 Minuten, Gary, was ist denn das? Das ist ja hier Kurzfassung. Da ist doch hier, meine Güte, Zäsur ist das doch, Zäsur. Nein, natürlich nicht. Es waren nur zwei Ligen. Das ist dann für so kleinere Länder ein kleiner Vorteil. Da kann man ein bisschen intensiver sich um die einzelnen Vereine kümmern und es wird trotzdem nicht so lang. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt Spaß dran und wir sehen uns beim nächsten Überblick oder vielleicht auch nochmal bei einer Konferenz wieder. Das ist im Moment ein bisschen schwierig für mich. Es bringt halt nichts, eine Konferenz zu dem Spieltag zu machen am Donnerstag oder so, wenn der Spieltag dann am Samstag war. Das ist 0,0 witzig und auch nicht informativ. Deshalb mache ich im Moment die Übersichten und ja, mal gucken, welches Land als nächstes drankommt. Ich habe so ein paar auf der Fittiche, wer Bock hat, dass sein Land drankommt, einfach mal schreiben und ich versuche es irgendwie einzubauen. Ansonsten macht's gut, bis dann, der Gary ist weg. Tschüssi!